Hallöchen, hier ist der Björn vom LSNPD und wir spielen Mad Max, den alten Matten Max, der sich hier, wo sind wir eigentlich? Ach, das war doch in dieser tollen, Ah ne, wir sind ja bei Jeet. Ich dachte gerade, das sieht so komisch aus. Aber, You are on your way to becoming a wasteland legend. Tales of you echo into other worlds. Ja, will man nicht ganz, ganz vorsichtig hier, ne? That's the feeling I had all along. You're not a complete shutdown. There's still something in there. Yeah. So, wir bauen hier erstmal noch ein bisschen was aus. 2 von 3 Teile benötigt. Das markieren wir mal auf der Karte. Die Frage ist, wo es markiert ist. Das sehe ich immer nämlich immer nicht. Was haben wir hier? Chumps versteckt. Da ist noch was zu holen. Hier sind überall noch Sachen zu holen. Hier ist sogar noch eine Vogelscheuche. Ah, guck mal hier. Ist das das Ding? Markiertes Bauteil. Vernichtetes Denkgams Legion. Ja, da fahren wir doch mal hin. So, dann auf. Chumbucket, einmal bitte Motor fertig machen. Und dann steigen wir mal ein. Natürlich rechts, weil Australien. Und Australien denkt, das ist eine gute Idee, auf der falschen Straßenseite zu fahren. Naja, die sollen mir mal entgegenkommen. Da werde ich aber zur wilden Wutz. Oh. Oh. Keep an eye on the car. Hallöchen. Take. It is my sacred place. Na los, trink. Ist ja genügend da. Aber nur für einen. So, da einmal rein und niemanden überfahren und auch nicht mit Dreck bewerfen, während wir hier davon düsen. Ach, ist das etwa da? Diese leuchtende... Ah nee, das ist der Balkon, hätte ich jetzt beinahe gesagt, der Ballon. Das Denkgam-Lager ist noch ein bisschen weiter geradeaus. Oh, guck mal da, da können wir unser Wasservorrat auffüllen. Und gleichzeitig noch ein bisschen was auf die Fresse geben. Wir wollen ja hier auch mal ein bisschen was vermöbeln. Wo kommen wir denn hier hin? Wo kommen wir denn rauf? Ja, warte. Ah, da ist er ja. So, Jungens. So sieht das nämlich aus. War das du? Ach, mein Messerchen. Und hier gleich mal hochgehüpfert. Wie so ein kleiner, junger Mad Max. Oh, was haben wir denn da? Oh, da müssen wir richtig mal mit Schmackes gegentreten. So, für die Madenfarm. Du hast 2 der 4 benötigten Teile. Oh, Kanister. Aber zuerst wollen wir einmal kurz Schrott mitnehmen. Wo ist denn hier Wasser? Ach, da ist Wasser. So, dann einmal die Feldflasche auffüllen, weil... Stell dir mal vor, das ist ranziges Wasser. 60% Bonuswasser von Essenz. So, den nehmen wir mit. Stell dir mal vor, du bist da unterwegs und hast dann so ekliges Water. Water. Water, please. Ekliges Wasser. Und dann bist du am Überlegen, trinkst du das oder trinkst du das nicht? Riskierst du 3 Monate Scheißerei? Oder,
Oh, da war. War ja nicht so nötig, ne? So, komm. Den lassen wir da liegen für den nächsten, der vielleicht will. So, wir sind ja jetzt auch nicht mehr so, ja, Frontalschlag. Wir sind ja jetzt nicht mehr so, hilflos. Oh, vor allem wollte ich nicht damit schießen, sondern... Aha. Ah, Mist, da hat er uns erwischt. Aber das macht gar nichts. Komm schon. So, Kumpel. Was? Hui, 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 hui. So, was bist du für einer? Du bist derjenige, der tot ist. Tada! Hüpfen! Guck mal hier, da ist schon gar nichts wieder los gewesen und ich bin immer noch 7 Minuten aufgenommen, so knapp. Und ist schon wieder alles passiert. Ich habe noch nicht mal eine Sache von den Sachen geschafft, die ich mir heute vorgenommen habe. Doch, eine Sache habe ich schon geschafft. Spaß haben. Ja. Kann ich die denn... Nee, von hier unten wird das nichts, ne? Ah, doch. Das wird tatsächlich was. Sehr schön. Ja, Jeets Einfluss, beziehungsweise der Skrotum-Einfluss... ist ein bisschen kleiner geworden. Ist eigentlich ein Spiel über Emanzipation. Möchte man ja gar nicht anders sagen, ne? Okay, warte. So. Genau. Einmal wechseln. So. Zielen. So, das war der eine. War da nicht noch einer? Ein Warcrier? Aber war hier nicht noch ein anderer? Wow. Wollt ihr denn hier von mir? Na, also bin ich dicht genug dran. So. Lager im Alarmzustand. So sieht das aus. Ja, reparier mal so kurz das Auto. Was leuchtet denn da hinten? Ist das ein Auto? Naja. So, wir müssen mal gucken, wie wir das jetzt am besten machen. Das war natürlich doof, dass wir da gerade in dem Moment sehr schön.
So, wir fangen natürlich gleich richtig Streit an und nicht einfach nur so ein bisschen. So, hier steigen wir mal aus. Und steigen gleich mal wieder ein. So, dann fahren wir da einmal rum. Kriegen wir den? Den kriegen wir. Schwuppdiwupp, dich kriegen wir. So sieht er da aus. Da wird nicht lange gefackelt. Und die äußere Verteidigungslinie, die war einmal. Kann ich hier noch irgendwas runterreißen? Nee. Du wartest hier. Ich gehe derweil mal rein und hau was auf die Schnauze. Ein Panzerschiff. Okay, hier geht's wieder runter. Aber das wollen wir ja gar nicht. Ach, eine Skrotum-Insignie. So, wie war das nochmal mit Zielen? Sehr schön. So, Leute. Das war das. Hat einer von euch was verloren? Also, hier was verloren? Nein, keiner von euch hat hier was verloren. So ist es nämlich. Ta-da-da. Ta-da-di. Oh, eine Skrotos-Insignie. Aber eigentlich wollen wir jetzt mal ganz kurz... Tschüssi. Unten rechts hat man ihn noch sehen können, wie heißen die Dinger? Schatten. Einfach mal so die ganze Tür damit rausgeschossen. Und alles nur, damit wir hier dem Skrotos 1 aufs Skrotum geben können. Und ein bisschen Schrott einsammeln. Da ist Schrott. Da ist auch Schrott. 2 von 6 Schrott haben wir schon. Insignien, weiß ich nicht. 2 von... Schieß mich tot. Ach, guck mal da. Huch. Nein. Falsche Taste. So. Da kommt dann wahrscheinlich gleich einer. Aber bis dahin... können wir hier mal aufbrechen. Ah, guten Tag. Awesome. Nein, wieso trifft er mich? So, Kumpel. Ah. So siehst du aus.
Das war schon. Stenka am Lager. Panzerschiff. Hier gibt es aber noch so einiges einzusammeln. Zum einen, achso, hier baut ihr ja schon wieder auseinander. Guck mal hier, da ist zum Beispiel Beute. 2400 Schrott haben wir. Aber ich habe keine Munition mehr, weil ich zu oft auf B drücke, neuerdings. Guck mal hier. Ja, nicht ganz aus den Angeln getreten, aber wenigstens so ein bisschen. So, da haben wir... Schieß mich tot. Dinky D. Ich habe gesagt Dinky D. Yam yam. Yam yam. Fleisch und Gemüse. Alles, was ein Mann braucht. Sind Kartoffeln eigentlich Gemüse? Ist Reis Gemüse? Sind Spaghetti Gemüse? Also nicht Spaghetti, sondern Pasta im Allgemeinen. Das ist natürlich mal eine gute Frage, ne? Wo geht's denn hier hin? Eins, zwei und... Ihr müsst euch entscheiden. Eins, zwei oder drei. Hier geht's ja raus. Ich will aber noch alles einsammeln. So, irgendwohin müssen wir noch. Wie kommen wir da hoch? Gibt es einen Weg? Wahrscheinlich nicht. Aber da lassen wir uns nicht von aufhalten. Da gibt es auch keinen Weg. Hier geht es zwar rein. Ah, hier geht das hoch. Habe ich ja nicht gesehen. Kann ich nicht arbeiten. Oh, guck mal hier. Ist ja, kommt da hinten ein Sturm auf? Ich hoffe mal nicht. So, da haben wir Kanister. Oh, Kanister sind wir jetzt eigentlich... Guck mal hier. Dieses Bauteil kann benutzt werden, um das Projekt Spekru in der Festung von G zu bauen. Du hast 3 von 3 der benötigten Teile. Dankeschön. Guck mal hier, kann ich meine Feldflasche ist voll. Und hier Schrott. 5 von 6. Eigentlich brauchen wir noch einen Schrott. Während unten schon fleißig gearbeitet wird. Wo hatte ich denn hier die Insignie gesehen? Oder habe ich mir die nur eingebildet? War es eine Einbildung meinerseits? Ach, guck mal da. Vier von vier. Jetzt fehlt uns noch einmal Schrott. Aber wo ist der? Hier ist nichts drin. Da wird einem ja fast ein bisschen duselig, wenn man hier da so raufguckt und sich das alles dreht, ne? Da ist nochmal Dinky D. Ring. Gidinky D. Die Dinky D. Die Dinky Du. Ah. Da ist aber auch nichts. Das ist doch alles suboptimal. Wieso ist hier überall nichts? Die hatten wir schon eingesammelt. Lalala. Wunderbar. Ich möchte Schrott sammeln. Ja, dann fühle ich mich gut. Ich möchte den Schrott sammeln. Wie man das in der Wüstenregion so tut. Ich möchte Schrott sammeln, denn das ist famos. Ich möchte ja nicht angeben, aber beim Schrott sammeln bin ich groß. Und jetzt alle. Hier ist kein Weg. So, hier ist auch nichts. So. Da ist aber auch nichts drauf.
Auf den Tragflächen hätte ich jetzt beinahe gesagt. Das ist natürlich ein Boot. Da ist natürlich nicht so viel mit Tragflächen.